6. Januar. Wir haben das Fest der heiligen drei Könige gefeiert. Ein anderer Name ist auch Epiphanias. Epiphanias, das heißt Erscheinungsfest. Gott erscheint in der Welt, er bringt Licht und er hilft der Welt. Diese Zeit gehört noch zur Weihnachtszeit, von Advent über Weihnachten, über die heiligen drei Könige bis Ende Januar, manchmal sogar Anfang Februar. Und diese Zeit hat viel mit Licht zu tun, mit Kerzen, mit Sternen, mit Dekoration. Und trotzdem gibt es da auch Dunkelheit in dieser Zeit. Das haben wir in den letzten 2 Wochen gemerkt. Seit Weihnachten sind 5 Bewohner und Bewohnerinnen der Rothenburger Werke verstorben. Wir müssen uns von ihnen verabschieden und wir müssen sie begraben. Das ist traurig. Aber das muss uns auch nicht hoffnungslos machen. Für diesen Sonntag gibt es ein Lied, das davon erzählt und davon singt, dass das Leid, das, was uns traurig macht, nicht das letzte Wort hat. Dieses Lied erzählt, in aller Traurigkeit ist auch Freude, wenn Gott bei uns ist. In dir ist Freude, in allem Leide, so heißt dieses Lied und wir hören es jetzt. In dir ist Freude, in allem Leide. Wie kann das sein? Sich freuen, wenn man traurig ist. Der Dichter, der dieses Lied vor über 400 Jahren gedichtet hatte, wusste, was Traurigkeit ist. Er hatte viele Kinder, mindestens 8 Töchter und 2 Söhne. Und einige von denen sind schon als kleine Kinder gestorben. Und trotzdem konnte er dieses Lied schreiben, In dir ist Freude. Er konnte das machen, weil er das Licht und das Leben gesehen hat, das Gott schenkt. Zu Weihnachten in der Krippe, wenn das Licht kommt, und zu Ostern, wenn Jesus den Tod besiegt.
Wo und wie können wir so etwas sehen und selbst fühlen? Hier in der Kirche zum Guten Hirten. Um die Kirche herum ist der Friedhof. Dort werden Menschen begraben, die gestorben sind. Das ist traurig. Aber mitten in diesem Friedhof steht unsere Kirche. Und hier wird davon gepredigt, dass Jesus zu Weihnachten geboren wurde, dass er zu Ostern von den Toten auferweckt wurde. Und das gibt uns Hoffnung. Das ist eine fröhliche Nachricht. Davon reden wir und daran glauben wir. Deshalb werden hier auch Kerzen an der Weltkugel angezündet, als Erinnerung daran, dass Jesus, dass Gott unser Licht ist. Und manchmal zünden wir auch so ein Licht an. Und wir tragen dieses Licht nach draußen, zu den Gräbern. Und wir sagen dabei, ja, wir sind traurig, weil ein Mensch gestorben ist. Aber wir haben auch das Licht von Weihnachten und von Ostern gesehen. Und darum können wir fröhlich sein und singen und sagen, in dir ist Freude, in allem Leide. Amen. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, du bist immer bei uns. Manchmal sind wir traurig, dann hörst du uns. Manchmal freuen wir uns, dann lachst du mit uns. Wir bitten dich für alle einsamen Menschen. Sie fühlen sich allein. Wir bitten dich für kranke Menschen. Sie brauchen Hilfe. Wir bitten dich für die Gestorbenen. Sie fehlen uns. Wir bitten dich für Freunde und Verwandte von Kranken. Sie brauchen Kraft und Geduld. Wir bitten dich für deine Kirche. Sie braucht dein Licht. Amen. Der Segen sagt, Gott begleitet uns in die nächste Woche, in unseren Alltag. Er ist bei uns. Gott segne dich, wenn du traurig bist. Gott freue sich, wenn du fröhlich bist. Gott mache dich zum Licht für andere, wenn sie Licht brauchen. Gott mache es hell für dich, wenn es bei dir dunkel ist. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.